Während Nirvana noch ihre Gitarren im Proberaum stimmten, legte Jay Mascis mit seiner Band Dinosaur Jr. das Fundament für den Grunge. Alle Zutaten des Grunge sind bereits in diesem Clip von 1988 enthalten. Doch den großen Jackpot sahnen Cobain und Co. ab, 3 Jahre danach. Kurt Cobain klang wie eine dieser Stimmen, die man andauernd im Radio hört. Sie erinnerte mich an den Gesang von Cheap Trick, Bad Company, Bands in der Art. Meine Stimme ist nicht radiotauglich. Die passte in keinen Radiosender. Brachiale Drums, spontane Gitarrenbretter, schräge Soli und absoluter No-Look, das sind seit 22 Jahren die Markenzeichen von Dinosaur Jr. Zu sehen bei einem Gig, den sie vor wenigen Wochen in Paris gaben. Die Band stammt aus Amherst im Staat Massachusetts. Dort gründen Jay Mascis und Lou Barlow 1983 Dinosaur Jr. Die beiden kannten sich bereits von der Hardcore-Punk-Band Deep Wound. Als Dritten im Bunde engagierten sie Drummer Murph. Jay kaufte massig Oi und Punk-Scheiben. Die habe ich mir dann immer ausgeliehen. Ich habe mich erst neulich gefragt, woher ich damals die Kohle für die ganzen Platten hatte. Ich hatte weder einen Job noch ein Bankkonto. Ich habe mich halt im Portemonnaie meiner Mutter bedient. 1985 erscheint das erste Album von Dinosaur Jr. 2 Jahre darauf ihr erster Clip. Kim Gordon und Thurston Moore von Sonic Youth gehören zu den Fans der ersten Stunde. Jay sang so vor sich hin und ich dachte, wow, das klingt ja interessant. Und als er dann auf sein Fasspedal trat, klang seine Gitarre irgendwie dreckig und laut. Es war total faszinierend. Seine Art zu spielen zog einen förmlich in den Bann. Da standen einem die Haare zu Berge. ...1991 teilen sich Dinosaur Jr. mit Sonic Youth und Nirvana die Hauptrollen in dem Dokumentarfilm The Year Punk Broke, das Jahr, in dem der Punk zerbrach. You guys were really neat. Thurston Moore von Sonic Youth gibt sich als rasender Reporter. View from the drum set is like Jay's rear end. I mean, does that get kind of tiresome? No, that's cool. You know, I look at him a lot. You know, it's been a while. I can keep it up. One of the very first tours we did. Bei unserer allerersten Tournee waren wir mit Sonic Youth unterwegs. Da kamen wir durch Staaten, wo man das ganze Jahr über Feuerwerk kaufen kann. Einmal fuhren wir auf der Straße mit unserem Van auf selber Höhe wie der Tourbus von Sonic Youth, weil wir Raketen auf sie abschießen wollten. Dabei übersahen wir, dass uns ein Truck auf unserer Spur entgegenkam. Erst im letzten Moment haben wir das Lenkrad rumgerissen. Kim hat geschrien. Alle dachten, es wäre aus mit uns.
1991, im Jahr des großen Nirvana-Durchbruchs, zählt Lou Barlow schon nicht mehr zu den Dinosauriern. Als Jay Maskis Lou Barlow seine Gitarre um die Ohren haut, verlässt dieser die Band 1989, obwohl eigentlich Zoff in der Band auf der Tagesordnung stand. Murph war einmal total sauer auf Jay. Das kann man kaum erzählen. Also er sagte zu Jay, du gehörst vergewaltigt. Jay hat Murph angeschaut und... Nein, das kann man nicht erzählen. Das ist einfach zu vulgär. Es war der Hammer. Ich habe das halbe Zimmer zerlegt. Jay hat Murph so auf die Palme gebracht. Er nahm alles, was ihm in die Finger kam, und schmiss es durchs Zimmer. Jay Maskis reißt das Steuer der Band an sich. 1994 beauftragt er Spike Jonze, einen Clip für sie zu drehen. 3 Jahre nach diesem Video tauft er die Band um in Jay Maskis and the Fog. Dann, 2005, die große Überraschung. Zusammen mit Murph und Lou erweckt Jay Maskis das Fossil zu neuem Leben. Die Bestie wütet wieder, in Urbesetzung. Ich hätte nie gedacht, dass ich das noch einmal erleben würde. Obwohl ich alles dafür getan hätte, um noch einmal mit Murph und Jay auf der Bühne zu stehen. Alles andere war mir egal. Aber ich glaubte nicht wirklich daran. Murph war ja ständig irgendwo unterwegs und bei Jay dachte ich, er hätte auf sowas keine Lust.